Auch bei der Unternehmensnachfolge ist es so, dass nur 18% weibliche Unternehmensnachfolgerinnen sind. Danach kamen noch einige auf mich zu und haben gesagt, ich habe hier so viele Leute kennengelernt, mit denen ich immer noch in Kontakt bin. Heute der zweite große BTO-Aktionstag, Nachfolge ist weiblich, in Wissenschaft und Wirtschaft. Heute hier im Stadtpark B2, große Veranstaltung. Erstmal, was hat man heute alles geplant und was ist vielleicht auch schon alles passiert? Wir durften in den letzten anderthalb Stunden schon tolle, kurze Impulsvorträge von inspirierenden Frauen aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft, aus dem Handwerk und der Politik hören. Und begleitet wurde das quasi als Rahmenprogramm von Poetry Slammerinnen, also ganz jungen Frauen aus der Literaturwerkstatt. Und genau, das war die ersten anderthalb Stunden und jetzt geht es weiter mit etwas Netzwerken am Buffet und danach eröffnen wir noch hier im Startblock B2 die Wanderausstellung, die Roadshow Chefinnen im Handwerk, die dann jeder Cottbusser, jede Cottbusserin die nächsten 4 Wochen besuchen kann. Was macht diesen Aktionstag, sage ich mal, so besonders? Warum sollte man dieses Thema Nachfolge ist weiblich auch so Jahr für Jahr in den Vordergrund vielleicht auch rücken? Genau, also die Nachfolge ist weiblich, ist ja nicht per se gegeben. Also wäre es 50-50 Anteil Frauen und Mann, müssten wir diesen Aktionstag wahrscheinlich gar nicht fahren. Aber wir haben heute erst gelernt, dass auch bei Lehrstühlen an der Universität viel öfters Männer in die Professur gehen. Nur 17% sind Frauen hier an der Universität. Auch bei der Unternehmensnachfolge ist es so, dass nur 18% weibliche Unternehmensnachfolgerinnen sind. Oder auch bei Start-up-Unternehmerinnen. Nur 17% kommt Kapital und werden Start-up-Unternehmerinnen. Das ist einfach viel zu wenig, da müssen wir ran. Aber vielleicht aus Ihrer Sicht hat sich trotzdem diese Position, die Frau leitet und ist an der obersten Stelle über die Jahre schon besser entwickelt oder gibt es da wirklich noch ganz, ganz viel Luft auch nach oben? Also es gibt Luft nach oben, aber das Gute, also aktuelle Forschungen haben wirklich gezeigt, dass immer mehr Frauen, die die Glasdecke quasi durchbrochen haben und in höheren Positionen sind, auch immer öfters Frauen aus den tieferen Karriereregionen zu sich hochziehen, also den Fahrstuhl runterschicken. Und das hat sich tatsächlich in den letzten 10 bis 15 Jahren verbessert. Was sind so generell die ganz großen Herausforderungen, um zu sagen, als Frau, ich fasse auch in männlich dominierten Bereichen Fuß sozusagen? Was gilt es da vielleicht auch für Hürden aus unternehmerischer Sicht vielleicht auch zu überwinden? Ja, Vorurteile natürlich von allen Seiten. Das ist eine ganz große Herausforderung. Und dann, das haben wir heute auch in einigen Vorträgen gehört, ist es natürlich so, dass man oftmals unterschätzt wird. Man muss sich erst beweisen als Frau im Baubereich zum Beispiel. Wie heute das schöne Beispiel von der Unternehmerin Frau Reifenstein gesagt wurde, dass ihr auf einmal die Schubkarre gefahren wurde. Und sie hat gesagt, nein, das möchte ich aber selber gerne machen. Und da müssen wir einfach auch junge Männer sagen, nein, wir schaffen das gemeinsam. Und ja, und wenn es dann wirklich körperlich mal nicht geht, dann ist natürlich Hilfe sowieso gefragt. Aber auf die Lausitz bezogen, das Potenzial, nehme ich an, ist hier auch sehr, sehr groß, oder? Ja, also das Potenzial ist komplett groß. Die Frauen sind in vielen Bereichen unterrepräsentiert und das wollen wir einfach ändern. Vielleicht noch mal so ein bisschen generell. Guck, der Aktionstag fängt jetzt zum zweiten Mal statt, im letzten Jahr auch schon. Wie ging es dann weiter? Hat man mit den Leuten hier weiterhin Kontakt gehabt? Wie ging es auch bei den einzelnen Studenten, Schülerinnen im Anschluss weiter? Hat man da so ein Feedback? Oh ja, ich hatte letztes Jahr von den 40 Studentinnen, die dabei waren, ein richtig gutes Feedback. Danach kamen noch einige auf mich zu und haben gesagt, ich habe hier so viele Leute kennengelernt, mit denen ich immer noch in Kontakt bin und so viele interessante Professorinnen oder auch Unternehmerinnen. Und darum geht es, Vorbilder zu schaffen, Mentoring-Programme zu schaffen, dass die jungen Frauen auch wissen, wohin kann ich mich orientieren. Wie viele Leute sind eigentlich heute mit dabei, beziehungsweise von wo kommen denn die Frauen auch sozusagen? Genau, wir hatten ja gesehen, dass es auch sogar Unternehmerinnen aus Königs Wusterhausen jetzt heute hier sind. Natürlich sind ganz viele Studierende hier aus der BTU Cottbus-Senftenberg. Ein paar Schülerinnen waren auch mit dabei. Ansonsten war es einfach, wie Sie auch gesehen haben, bunt gemischt, das Publikum. Im virtuellen Raum kann ich noch nicht sagen, aber da war auch einiges los. Also rundum zufrieden? Ja, sehr.